Ich wohne bei der Mama seit 42 Jahren. Bin Fleischer auf nem Schlachthof und bisher war alles klar. Kriege jeden Tag zu essen und das Bett gemacht. Socken, Hemd und Unterwäsche immer fein parat. Seit Montag wohnt ein Mädchen bei uns hier vis-à-vis. Wenn ich sie nachts am Fenster sehe, dann krieg ich weiche Knie. Die Mama gab mir alles seit 42 Jahren. Nur eins wird sie vergessen haben, das ist mir langsam klar. Ja, so ein Mädchen muss ich haben, eins, das man richtig backen kann. Mit einer Brille und mit rotem Haar, das wär für mich doch wunderbar. Ja, so ein Mädchen mit viel Herz, eins, das mich gern hat und gut küsst. Und wenn sie dann noch kochen kann, dann gefällt sie auch Mama. Das macht mich fast verrückt. Ich hab dich gefunden, denn du bist mein größtes Glück. Morgen nach der Arbeit schnapp ich mir die Mama und frage, ob das mit dem Mädchen vielleicht was werden kann. Ja, so ein Mädchen muss ich haben, eins, das man richtig backen kann. Mit einer Brille und mit rotem Haar, das wär für mich doch wunderbar. Mit viel Herz, eins, das mich gern hat und gut küsst. Und wenn sie dann noch kochen kann, dann gefällt sie auch Mama. Mama nicht mehr bei mir. Die Rothaarige ist verheiratet, aber leider nicht mit mir. La 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 la. Ja, so ein Mädchen muss ich haben, eins, das man richtig backen kann. Mit einer Brille und mit rotem Haar, das wär für mich doch wunderbar. Ja, so ein Mädchen mit viel Herz, eins, das mich gern hat und gut küsst. Und wenn sie dann noch